Wann kommt das Video, in dem du über Stars lästerst? Ich glaube jetzt. Ahoi Leute, ich heiße Rita Redeklug und ich kaue jetzt mal mit euch den neuesten Klatsch und Stratsch der Stars mit euch durch. Drama des Jahrtausends, Zayn Malik hat gestern One Direction verlassen. Ist mir egal, egal, ist mir egal. So blöd wie das jetzt klingt, es fühlt sich richtig gut an, dass mal Drama in einem Fandom ist, in dem man selber nicht drin ist. Angeblich, weil er wie ein normaler 22-Jähriger leben will. Ja, klar. Ich verstehe gar nicht, was dem Jungen fehlt. Er verdient viel Geld, er singt gut, er verdient viel Geld, er sieht gut aus, er verdient viel Geld. Er hat sich halt einfach für eine andere Direction entschieden. Und jetzt hat der Titel des neuen Albums einen zweiten Sinn. 4. Aus 5 wurden 4. Das klang gerade wie Hor. Auf Twitter waren diese zwei Fotos in den Trends. Alle haben geweint. Da hätte man sich schon irgendwie denken müssen, dass irgendwas kommt. Das Traurigste ist einfach, dass gestern 107 Fans Suizid begangen haben. Macht euch doch nicht von irgendwelchen Stars abhängig. Auch diese ganzen Ritzgeschichten. Was soll ich sagen? Handgelenke sind für Armbänder da und nicht für Narben. Zweites Drama des gestrigen Tages, das Pretty Little Liars Finale. Ich kann gar nicht in Worten ausdrücken, wie ich mich gefühlt habe. Ich zeig's euch einfach. Oh mein Gott, gleich ist es raus. Nach 5 langen Jahren erfahren die dummen Zuschauer endlich, wer A ist. Pretty Little Liars Zuschauer verdienen ein Wort für Geduld. Ich habe schon so das kleine Bedürfnis, den Machern eine zu knallen. So, jetzt sofort alle in eine Reihe stellen. Angelina Jolie. Die heißt aber Angelina. Ich nenne die, wie ich will. Und wenn ich Bock habe, dann noch Angelina. Nachdem sie sich 2013 die Brust amputieren lassen hat, mussten jetzt auch noch die Eierstöcke dran glauben. Und das nur, weil Madame Angst hat, vielleicht irgendwann an Krebs zu erkranken. Ich verstehe gar nicht, warum die Medien das so bewundern. Das ist nicht mutig, das ist dämlich. Jeder von uns könnte einen Gehirntumor bekommen. Sollten wir uns deshalb die Köpfe abhacken? Ich glaube nicht. Vielleicht ist es aber auch nur eine neue Art, Gewicht zu verlieren. Ein Bein ab, gleich 12 Kilo leichter. 5 Seconds of Summer haben mit ihrem ihrer Plattenfirma Hi or Hey Records die erste Band unter Vertrag genommen. Hey Violet heißt die Band und ich bin enttäuscht. Ich habe auf andere gehofft, aber das ist reine Geschmackssache. Die sind mir zu hibbelig und zu fröhlich und zu positiv und das Leben ist schön. Die Sache ist einfach die, die waren schon mal bekannt unter dem Namen Cherry Bomb. Und ich verstehe nicht, wieso man nicht Leuten eine Chance gibt, die noch nie einen Vertrag hatten. Oh, meine Füße. Und wenn wir mal ehrlich sind, Cherry Bomb hat keinen interessiert. Und jetzt durch den Push, Fangirls sind manipulierbar. Was ihren Lieblingen gefällt, gefällt ihnen auch. Taylor Swift. Taylor Swift hat sich Pornoseiten gekauft. Das ist mal was ganz Neues. Richtig kreativ, die Day-Day. Sie saß wahrscheinlich in ihrer Millionenvilla und hat sich gedacht, was habe ich noch nicht, was andere haben? Das habe ich schon und das habe ich schon und das habe ich schon. Das habe ich noch nicht. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert, um den neuesten Klatsch und Tratsch nicht zu verpassen. Oh mein Gott, nach 5 langen Jahren erfahren die dummen Zuschauer endlich, wer A ist. Komm rein! Zu spät.